Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden halten, fangen, fallen, landen, springen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, nişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz halten, tutmak anlamına geliyor. Bu fiil düzensiz bir fiildir. Präsens, ich halte. Ben tutuyorum. Ich halte. Ich halte. Präteritum, ich hielt. Ben tutuyordum, tuttum. Ich hielt. Ich hielt. Perfekt, ich habe gehalten. Ben tuttum. Ich habe gehalten. Ich habe gehalten. Tekrar edelim. Ich halte. Ich halte. Ich hielt. Ich hielt. Ich habe gehalten. Ich habe gehalten. Futur 1, ich werde halten. Ben tutacağım. Ich werde halten. Ich werde halten. Futur 2, ich werde gehalten haben. Ben tutmuş olacağım. Ich werde gehalten haben. Ich werde gehalten haben. Plusquamperfekt, ich hatte gehalten. Ben tutmuştum. Ich hatte gehalten. Ich hatte gehalten. Tekrar edelim. Ich werde halten. Ich werde halten. Ich werde gehalten haben. Ich werde gehalten haben. Ich hatte gehalten. Ich hatte gehalten. Örnek cümlemize geçelim. Kannst du bitte meine Tasche halten? Çantamı tutabilir misin lütfen? Tekrar edelim. Kannst du bitte meine Tasche halten? Kannst du bitte meine Tasche halten? Diğer fiilimiz fangen, yakalamak, kapmak, avlamak anlamına geliyor. Bu fiil de yine düzensiz bir fiil. Präsens, ich fange. Ben yakalıyorum. Ich fange. Ich fange. Präteritum, ich fing. Ben yakalıyordum, yakaladım. Ich fing. Ich fing.
Perfekt. Ich habe gefangen. Ben yakaladım. Ich habe gefangen. Ich habe gefangen. Tekrar edelim. Ich fange. Ich fange. Ich fing. Ich fing. Ich habe gefangen. Ich habe gefangen. Futur bir. Ich werde fangen. Ben yakalayacağım. Ich werde fangen. Ich werde fangen. Futur iki. Ich werde gefangen haben. Ben yakalamış olacağım. Ich werde gefangen haben. Ich werde gefangen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gefangen. Ben yakalamıştım. Ich hatte gefangen. Ich hatte gefangen. Tekrar edelim. Ich werde fangen. Ich werde fangen. Ich werde gefangen haben. Ich werde gefangen haben. Ich hatte gefangen. Ich hatte gefangen. Örnek cümlemize geçelim. Der Löwe fing in wenigen Sekunden seine Beute. Aslan birkaç saniye içinde avını yakaladı. Tekrar edelim. Der Löwe fing in wenigen Sekunden seine Beute. Der Löwe fing in wenigen Sekunden seine Beute. Diğer bir fiilimiz fallen, düşmek anlamına geliyor. Fallen fiili düzensiz bir fiildir. Präsent, es fällt, düşüyor. Es fällt, es fällt. Präteritum, es fiel, düşüyordu, düştü. Es fiel, es fiel. Perfekt, es ist gefallen, düşte. Es ist gefallen, es ist gefallen. Tekrar edelim. Es fällt, es fällt. Es fiel, es fiel. Es ist gefallen. Es ist gefallen. Futur bir. Es wird fallen. Düşecek. Es wird fallen. Es wird fallen. Futur iki. Es wird gefallen sein. Düşmüş olacak. Es wird gefallen sein. Es wird gefallen sein. Plusquamperfekt. Es war gefallen. Düşmüştü. Es war gefallen. Es war gefallen. Tekrar edelim. Es wird fallen. Es wird fallen. Es wird gefallen sein. Es wird gefallen sein. Es war gefallen. Es war gefallen. Örnek cümlemize geçelim. Meine Tasche ist auf den Boden gefallen. Çantam yere düştü. Tekrar edelim. Meine Tasche ist auf den Boden gefallen. Meine Tasche ist auf den Boden gefallen. Diğer fiilimiz landen,
İnmek anlamına geliyor. Bunu uçak için kullanabiliriz veya bir geminin karaya yanaşması için kullanabiliriz. Present, es landet, iniyor. Es landet, es landet. Präteritum, es landete, iniyordu, indi. Es landete, es landete. Perfekt, es ist gelandet, indi. Es ist gelandet, es ist gelandet. Tekrar edelim. Es landet, es landet, es landete, es landete. Es ist gelandet, es ist gelandet. Futur bir, es wird landen, inecek. Es wird landen, es wird landen. Futur iki, es wird gelandet sein, inmiş olacak. Es wird gelandet sein. Es wird gelandet sein. Plusquamperfekt. Es war gelandet. İnmişti. Es war gelandet. Es war gelandet. Tekrar edelim. Es wird landen. Es wird landen. Es wird gelandet sein. Es wird gelandet sein. Es war gelandet. Es war gelandet. Örnek cümlemize geçelim. Das Flugzeug landete pünktlich. Uçak zamanında indi. Tekrar edelim. Das Flugzeug landete pünktlich. Das Flugzeug landete pünktlich. Diğer fiilimiz springen. Zıplamak, atlamak, fırlamak anlamına geliyor. Bu fiil yine düzensiz bir fiildir. Präsens, ich springe. Ben zıplıyorum. Ich springe. Ich springe. Präteritum. Ich sprang. Ben zıplıyordum, zıpladım. Ich sprang. Ich sprang. Perfekt. Ich bin gesprungen. Ben zıpladım. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Tekrar edelim. Ich springe. Ich springe. Ich sprang. Ich sprang. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Futur bir. Ich werde springen. Ben zıplayacağım. Ich werde springen. Ich werde springen. Futur 2. Ich werde gesprungen sein. Ben zıplamış olacağım. Ich werde gesprungen sein. Ich werde gesprungen sein. Plusquamperfekt. Ich war gesprungen. Ben zıplamıştım. Ich war gesprungen. Ich war gesprungen. Tekrar edelim. Ich werde springen. Ich werde springen. Ich werde gesprungen sein. Ich werde gesprungen sein. Ich war gesprungen. Ich war gesprungen.
Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder waren sehr frech und sprangen den ganzen Tag lang hin und her. Çocuklar çok yaramazdı ve bütün gün boyunca oradan oraya zıpladılar. Tekrar edelim. Die Kinder waren sehr frech und sprangen den ganzen Tag lang hin und her. Die Kinder waren sehr frech und sprangen den ganzen Tag lang hin und her. Bu dersimizde halten, fangen, fallen, landen, springen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.